Ja, guten Abend, liebe Anwesende, guten Abend, liebe Organisatoren. Herzlichen Dank für die Einladung, für die Bereitschaft, mir zuzuhören und für die professionelle Organisation. Nun, ich fühle mich in einer Situation, in der im Wesentlichen alles schon gesagt wurde, nur noch nicht von allen. Dennoch versuche ich vielleicht neben den ganz praktischen Aspekten meines Vortrags eben auch vielleicht ein bisschen philosophisch zu werden gelegentlich. Also Sie mögen mir das verzeihen. Ich muss auch hier klar sagen, dass ich jetzt nicht hier stehe, um sozusagen Sie zu belehren, wie man das richtig machen würde, nachdem wir gehört haben, dass die Schweiz, ich glaube, irgendwie nur zwei Ränge vor Deutschland ist in der ICILS. Studie kann ich mir das nicht anmaßen, sondern ich sehe mich viel eher als eine Art Mitstreiter im Dachraum, nicht wahr, für eine vernünftige Zukunft. Das Bildungssystem in der Schweiz ist ziemlich kompliziert, zunächst einmal, weil drei Sprachen involviert sind, also es sind drei Regionen, nicht wahr, die verschiedensprachlich positioniert sind, Deutschschweiz, dann die Swiss Romande und das Tessin mit Italienisch. Das macht die Sache natürlich nicht einfacher, sondern eher kompliziert. Dennoch ist es so, dass es uns gelungen ist, in der letzten Zeit übergreifende Lehrpläne zu definieren. Und da sind im Wesentlichen zwei zu erwähnen. Das ist zunächst einmal der Lehrplan 21 für die Volksschule, umfassend die Primarstufe und die Sekundarstufe vom ersten bis zum dritten Jahr. Und hier wird, muss ich so sagen, grundsätzlich, sage ich jetzt mal, nach dem schon x-mal erwähnten Dachstuhldreieck doziert. Das heißt, das Dachstuhldreieck ist sozusagen die Grundlage geworden für die Informatik in diesem Lehrplan 21. Zusätzlich oder über den Lehrplan 21 gibt es einen Rahmenlehrplan für Maturitätsschulen mit einem Informatikzusatz, der ist ganz neu, der wird erst jetzt dieses Jahr sozusagen eingeführt. Und mir scheint das eben ganz zentral zu sein, dass das Fach Informatik an den Maturitätsschulen obligatorisch wird. Nicht? Das ist eine absurde Situation, die ich selber erlebt habe, dass an Universitäten noch sozusagen Einführungskurse in die Programmierung gegeben werden müssen. Das ist nicht nur unsinnig vom Konzept her, das ist auch viel zu teuer. Nun, ich muss hier ein bisschen kritisch werden, was das Dachstuhldreieck betrifft. Eigentlich nicht, was das Dachstuhldreieck selbst betrifft, das finde ich toll und auch 100%ig akkurat. Was das Problem ist mit diesem Dachstuhldreieck, und da spreche ich jetzt nicht nur von mir selbst, sondern auch von meinen Kollegen, vor allem ETH-Kollegen, aber auch einem Kollegen der Pädagogischen Hochschule in Nordwestschweiz, ist, dass sozusagen der Informatikunterricht nach diesem Dreieck positioniert und definiert wird. Das heißt, dass alle drei Seiten Teil des Informatikunterrichts sein sollen oder alle drei Seiten Teile der Informatik in der Schule sein sollen. Ich finde, die Schule sollte sich im Informatikunterricht, und ich spreche jetzt nicht vom gesamten Spektrum, sollte sich auf diese technologische Perspektive konzentrieren. Wie funktioniert das? Nicht mal, wenn man alles zusammen hineinpackt in das Fach Informatik, dann wird das einfach überfrachtet. Und es ist ja auch keine Rede davon, dass zum Beispiel in der Mathematik jetzt plötzlich über das weltweite Finanzsystem gesprochen wird, nur weil dort auch gerechnet wird. Nicht? Also es ist ein bisschen absurd, dass man versucht, das Fach Informatik, ich spreche jetzt wirklich nicht von der Disziplin Informatik, sondern vom Fach, dass man das irgendwie versucht zu überfrachten mit allem Möglichen. Und ich denke, es braucht eine Rechtfertigung, wieso soll Informatik in der Schule gelehrt werden, wieso soll Informatik obligatorisch werden. Und da würde ich sagen, gibt es im Wesentlichen zwei konzeptuelle Rechtfertigungen. Das eine ist, dass doch der Auftrag der Schule im Wesentlichen, oder ein Grundauftrag der Schule ist das Vermitteln von Metafähigkeiten, von Fähigkeiten, zum Beispiel Fähigkeiten zu lernen, Fähigkeiten
korrekt zu denken, logisch zu denken. Wir haben vorher gehört, das kann ich 100% unterstützen, präzis zu denken, präzis zu arbeiten, systematisch und strukturiert zu denken. Ich kann auch sagen, dass zum Beispiel Themen wie Abstraktion oder Schnittstellen, solche Themen, die sind ganz wesentlich nicht nur in der Informatik, sondern überhaupt über die Informatik hinaus im täglichen Leben, in der Arbeit, in allen Berufen des täglichen Lebens. Und ich muss manchmal sagen, dass zum Beispiel der Unterschied, den wir schon am Anfang gehört haben, zwischen hinreichend und notwendig, zum Beispiel den Politikern auch ganz gut täte, wenn sie das wüssten. Nicht? Also das heißt, das ist für mich ein Grundpfeiler des Auftrages der Schule, diese Metafähigkeiten zu schulen. Und da muss ich sagen, ist die Informatik mit Abstand, aus meiner Erfahrung, das beste Mittel, das beste Tool, um diese Fähigkeiten zu dozieren. Zweitens, und das ist vor allem für meine Kollegen an der ETH ein wichtiger Rechtfertigungsgrund, ist, dass man in der Schule auch vermitteln soll, ein Verständnis für die Welt und ihr Funktionieren. Und da muss ich sagen, ist natürlich mit dem digitalen Zeitalter sind da schon Trends hineingekommen, die ich als Megatrends bezeichnen würde. Und ich würde sagen, vor allem zwei, nicht? Weil das eine ist die Automatisierung, das andere, zweite ist die Virtualisierung. Das sind zwei ganz neue Megatrends und ich denke, die Schule hat den Auftrag, eben den Schülern diese Megatrends zu erklären und diese Megatrends auch nahe zu bringen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, hier den Rahmenlehrplan, den ich schon erwähnt habe, für Informatik anzuschauen. Und ich muss offen sagen, ich war eigentlich ziemlich positiv überrascht, wie gescheit doch diese Formulierungen sind. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht zugetraut den Leuten, die das gemacht haben. Aber ich muss sagen, es ist wirklich ganz gescheit. Also ich lese es jetzt nicht im Detail vor, aber was da steht, da ist wirklich also im Wesentlichen der Kern gesagt hier, nicht? Befasst sich mit der Erforschung und Gestaltung automatisierter Abläufe mittels datenverarbeitender Systeme. Oder der Informatikunterricht vermittelt zentrale Grundlagen der Informatik, die es den Schülerinnen und Schülern in ihrem späten Leben ermöglichen, bei der Mitgestaltung der informatischen Aspekte unserer Gesellschaft fundierte Entscheide zu treffen und bei der Nutzung, Beurteilung und Entwicklung von informatischen Anwendungen in Wissenschaft, Beruf oder Privatleben eine aktive Rolle einzunehmen. Da ist doch einiges gesagt und es ist auch insbesondere gesagt, was es nicht ist, implizit nicht. Die Zielsetzung, die lese ich jetzt wirklich nicht vor, die ist ebenso gescheit und was man hier formuliert hat, das lässt natürlich ziemlich viel Raum offen für die Umsetzung, für die Implementierung. Und ich muss sagen, also es wurde vorher ziemlich energisch kritisiert, dass man nicht genau sagt, nicht mal im Lehrplan, was jetzt zu unterrichten ist, ob es jetzt dieses Roberta-System ist oder Cassiopeia-System oder IKEA oder was auch immer. Ich finde das eigentlich gut, dass es nicht so explizit gesagt wird. Und ich persönlich bin nach meiner Erfahrung der Meinung, dass es auch keine große Rolle spielt. Also man kann mit Robotern lernen zu programmieren, man kann diese Zielsetzungen mit Robotern erreichen, man kann diese Zielsetzungen mit Spielprogrammieren erreichen, man kann diese Zielsetzung auch ganz abstrakt mit algorithmischem Vorgehen, mit algorithmischen Inhalten erreichen. Also es gibt viele Wege zur Erreichung eben dieser Zielsetzung hier. Und deshalb finde ich diese Formulierungen, wie schon erwähnt, eigentlich recht gut. Nun muss ich leider widersprechen, wenn gesagt wurde, dass die digitale Revolution eben eine Evolution ist. Also für mich ist das wirklich eine Revolution. Und ich muss hier die Meinung meines Kollegen Professor Reppening hier teilen, dass im Wesentlichen die digitale Revolution und die industrielle Revolution in ihrer Bedeutung in gewissem Sinne vergleichbar sind. Nicht? Der industriellen Revolution haben wir vor allem eine Entwicklung gesehen in Richtung von Spezialisierungen, Multidisziplinarität, währenddem in der digitalen Revolution sozusagen das Gegenteil der Fall ist. Also hier ist das Schlagwort Integration, Interdisziplinarität. Aber in beiden Fällen, was eigentlich beiden Revolutionen gemeinsam ist, ist, dass sie eine massive Ankurbelung der öffentlichen Ausbildung in den Schulen ausgelöst haben.
Ich kann vielleicht noch ein etwas anderes Bild, hier einen etwas anderen Vergleich anführen. Das ist das Bild des Universalgelehrten oder eben Polymath, nicht? Wenn ich den sogenannten Renaissance-Polymath vergleiche mit dem Digital-Polymath, dann sieht man auch hier eine gewisse Polarität, nicht? In den Kompetenzen, aber auch in den Fragen, wie Probleme gelöst werden. Kompetenzenmäßig würde ich sagen, hat der Renaissance-Polymath im Wesentlichen eine große Übersicht über viele Disziplinen und hat eine Expertenkenntnis in vielen Disziplinen, währenddem der Digital Polymath hat im Wesentlichen oder sollte im Wesentlichen eine Art Metakompetenz haben, nämlich eine Kompetenz, neue Kompetenzen sich zu erwerben. Ich denke, das ist ziemlich angemessen dem, wie ich die Sache sehe. Also das Wichtigste heute ist nicht, dass man über alles weiß, sondern dass man die Fähigkeit hat, schnell etwas grundsätzlich Neues zu lernen. Beim Problemlösen ist es ebenfalls polar. Auf der einen Seite beim Renaissance-Polymath hat man im Wesentlichen die Forderung nach dem Nutzen von Wissensbeständen aus den verschiedensten Disziplinen zur Lösung eines Problems, währenddem im digitalen Polymath, im digitalen Universalgelehrten im Wesentlichen die Grundidee die ist, dass der Gelehrte zusammen mit dem Computer ein Computational Thinker ist, das heißt, dass er zusammen mit dem Computer das Problem löst, das ansteht, ohne dass er jetzt aus allen Disziplinen alles wissen muss. Oder vielleicht ist das etwas vereinfacht gesagt, aber ich sehe doch hier gewisse Korrespondenzen zwischen dem antiken Polymath und dem neuen Polymath. Ein Witz aus dem Nebelspalter sehen Sie hier, der das ein wenig visualisiert, was ich gerade gesagt habe. Man hat vor 35 Jahren, das ist schon ziemlich lange her, hat man die Digitalisierung als Schreckensvision gesehen und hat dann Nebelspalter, das ist so ein Satireheft in der Schweiz, hat man dann das so karikiert, dass man sozusagen alle Berufe, Sekretärin, Buchhalter, Typograf, Redaktor und so weiter gezeichnet hat und alle sitzen vor dem Bildschirm und tun im Wesentlichen von außen gesehen dasselbe. Also das ist im gewissen Sinn eben das Polymath-Paradigma, von dem ich gerade gesprochen habe. Nun, so ist es ja in dem Sinne nicht geworden, also nicht in diesem Extrem, aber ein wenig geht schon in diese Richtung, muss man sagen. Nicht? Das kann man nicht bestreiten. Nun, jetzt kommen wir zur Umsetzung im Unterricht. Ich gebe im Wesentlichen jetzt zwei konkrete Beispiele aus der Schweiz. Nicht? Das war ja eigentlich mein Auftrag hier für diesen Vortrag. Die erste Initiative beruht auf diesem Zitat von Saint-Exupéry, das Sie sicher kennen, nicht wahr? Wenn du ein Schiff bauen willst, dann träume nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und sie und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Und das ist im Grunde genommen die Grundlage einer Initiative von Professor Alexander Reppening, der lange Zeit in den USA war und erst kürzlich zurückgekommen ist an die Pädagogische Hochschule Nordwestschweiz. Und er hat einen Zugang eben zum Lehrplan 21 vor allem, nicht wahr? Die pädagogischen Hochschulen in der Schweiz, die bilden ja vor allem Lehrer auf der Volksschulstufe aus, hat einen Zugang über Scalable Game Design, wie er das nennt. Ich möchte dann kurz in den nächsten paar Slides kurz über diese Initiative sprechen. Die zweite Initiative ist eine Einzelinitiative von zwei Herren. Hier geht es um proaktive Talenterkennung. Also es geht darum, dass man nicht nur den Schülern vormacht, was sie lernen sollen, sondern dass man versucht, die Talente und speziell jetzt natürlich die Informatiktalente unter den Schülern und Schülerinnen zu erkennen und zu fördern. Das Projekt heißt Informatik Scouts. Und ich möchte über diese beiden Initiativen jetzt kurz sprechen. Zunächst dieses Scalable Game Design an der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz. Da geht es im Wesentlichen darum, das sehen Sie hier im
Diagramm, dass man eben den Weg zum Ziel wählt, nicht über diese Langeweile, über den man Theorie erklärt und Theorie vermittelt und dann später einmal sagt, jetzt könnt ihr das auch noch anwenden in den Projekten, sondern dass man sagt, wir machen ein Projekt, nicht wahr? Und wir versuchen mal ein Projekt herauszufinden, was überhaupt dahinter steht. Das war eben das Konzept eben dieses Scalable Game Designs. Also das Projekt hat dann eben etwas zu tun mit Game Design und die Technologie, die verwendet wird, ist Agent Cheats und Agent Cubes. Das ist eine spezielle Software, über die ich jetzt nicht spreche, die verwendet wird, eben um Game Design als Projekt beliebt zu machen bei den Studenten. Interessant ist natürlich die Frage, ob dieser Zugang, ob dieses Konzept irgendetwas zu tun hat mit dem Lehrplan 21, und die Antwort ist ja, ohne jetzt auf die Details hier einzugehen. Eppening hat herausgefunden, dass also fast 50% aller Forderungen des Lehrplan 21 mit diesem a priori mal ziemlich spezifisch erscheinenden Zugang zur Informatik abgedeckt werden können. Es geht dann noch weiter. Eppening hat die sogenannten 7 Big Ideas hier noch hinzugenommen, neben dem Lehrplan 21. Es gibt diese 7 Big Ideas von dem Advanced Placement Computer Science Principles Framework, also Creativity, Abstraction, Data, Algorithms, Programming, Internet und Global Impact. Das sind die offenbar die 7 Grundideen der Informatik, der 7 Weisen wahrscheinlich hier. Und interessant ist, dass jetzt Eppeninger sich auch an diese hält, also nicht nur an den Lehrplan 21, sondern auch an diese. Und er gibt für jede dieser 7 Ideen gibt er 2 Wochen, also insgesamt 14 Wochen. Und behauptet dann, dass eben damit im Wesentlichen auch gerade der Lehrplan 21 abgedeckt ist. Nun, Resultate, und es wurde schon gesagt, dass Statistiken immer gut ankommen hier in solchen Situationen. Also er hat mehr als 600 Studenten und Studentinnen erreicht mit 26 Klassen in über 4 Kantone hinweg. 25 Studenten pro Kanton und 2 Kurse, sind also total über 600. Er hat eben dieses obligatorische Modul im Grundstudium eingeführt und er hat auch verlangt, und da komme ich jetzt auf die zukünftigen Lehrer zu sprechen, dass eben die zukünftigen Lehrpersonen dieses Modul bestehen müssen, also damit sie das Lehrpatent erhalten. Und der Lernerfolg ist offenbar gut. Also die Studenten haben in 14 Wochen gelernt, einfache Programme zu schreiben, MINT-Simulationen und Spiele zu bauen und in gewissem Sinne eben Computational Thinkers zu werden. Auch hierzu eine kleine Statistik. Hier sieht man, ich spreche jetzt hier nur mal vom Programmieren, das ich eben doch auch als eine Kernkompetenz betrachte. Nicht wahr? Hier sehen wir, wie viele der Studenten vor dem Kurs und nach dem Kurs gesagt haben, dass sie im Wesentlichen programmieren können. Braun heißt vor dem Kurs und blau heißt nach dem Kurs. Also vor dem Kurs haben fast alle gesagt, sie können nicht programmieren. 1 und nach dem Kurs waren das nur noch sehr wenige. Ja, ich komme bald zum Ende, wie das mir signalisiert worden ist. Hier noch die Frage nach der Kluft, nicht, weil die wurde ja heute auch schon aufgeworfen. Wie kommt man dazu, dass am Schluss dass die Lehrer ausgebildet werden, nicht, die dann die Schüler ausbilden können? Und da gibt es offenbar 3 Stufen. In der ersten Stufe sind einige selbst ausgewählte Studenten und selbst ausgewählte Dozenten, die die ganze Ausbildung betreiben. In der zweiten Stufe sind dann schon alle Studenten betroffen, aber immer noch nur die selbst ausgewählten Lehrer, also immer noch nur eine kleine Teilgruppe aller möglichen Lehrer. Und in der dritten Stufe sind dann alle möglichen Lehrer, sind dann auch informatikkompetent und alle Schüler werden ausgebildet. Ja. Gut, jetzt noch ganz kurz zum Abschluss zur zweiten Initiative. Hier wurde festgestellt, dass die Informatik eben immer noch in den Kinderschuhen ist, also ein
Symptom dafür ist zum Beispiel der Frauenanteil, der sehr klein ist, und das ist absolut nicht naturbedingt, sondern einfach aus oberflächlichen Gründen oder aus künstlichen Gründen der Fall. Was auch ganz wichtig ist in der Schweiz, ist, in der Schweiz gibt es ja diese Informatiklehre, also als Beruf, nicht nur das Studium, sondern auch die Lehre. Und da sind im Moment sind 30% der Lehrlinge in Informatik sind ungeeignet und 33% davon brechen die Lehre sogar ab. Ja. Und die Vorbildung ist dürftig, das Fachwissen der Lehrkräfte fehlt und so weiter. Ne. Und hier greift eben diese Scouts-Initiative ein. Und da wird ein Zitat aus der Sportwelt genommen. Stellen Sie sich vor, Sie sind Trainer der Schweizer Fußballmannschaft auf der Suche nach Nachwuchs. Und wie finden Sie den wohl am ehesten? Indem Sie sich durch den Bewerbungsmappen lesen oder währenddem Sie Talenten beim Spiel zusehen. Und das hat diese Lovie Wyman, das ist eine Werbetexterin, hat das so verfasst. Und das Konzept der ICT Scouts ist dreistufig. Zuerst ein systematisches Scouting in allen 7. Klassen. Wo sind da hier Talente? Zweitens eine kontinuierliche Förderung der Talente, indem sie jeden zweiten Samstag in einem Camp sich zusammenfinden und programmieren. Und drittens dann eben der systematische Übergang zur Berufsbildung und zum Studium. Ja. Und hier kann man quantifizieren, ohne Scouts, auch finanziell, nicht wahr? Hat diese Lehre am Schluss ein Kosten von 14.000 nach 4 Jahren und mit diesen Scouts, eben weil man diese Lehrabbrecher frühzeitig erkennt, hat man einen Gewinn von 31.000. Das ist also finanziell absolut interessant. Zusammenfassend möchte ich ebenfalls nochmals ein Zitat hier bringen eines Leiters des Digital Business bei Swisscom, bei der Schweizerischen Telekom. Ich denke, das trifft nicht ganz wenig auch auf Deutschland zu. Nicht die erste Halbzeit der globalen Digitalisierung hat die Schweiz verschlafen. Das kann man, glaube ich, mit gutem Recht sagen. Um in der zweiten Halbzeit noch das entscheidende Goal zu schließen, sind Institutionen wie diese Talentförderung so wichtig. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und sorry für das Überziehen. Alles gut. Dankeschön.